Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Die liebe Sandra und ich vom Kanal Minimi Sims Paradies, den werde ich dir oben rechts bei dem i und in der Infobox verlinken, als auch ihren Instagram-Account. Da kannst du gerne mal vorbeischauen, das ist lohnenswert. Sie macht super schöne Let's Plays, vor allem mit viel Humor. Also ich muss fast bei jeder Folge zigtausendmal lachen, weil die Art und Weise, wie sie spielt, einfach genial ist. So könnte ich persönlich nicht spielen, weil es nicht so wirklich meine Art ist. Aber es ist wirklich lohnenswert. Schaut mal bei ihr vorbei. Ja, wie du schon siehst, wir sind im Schwarz-Weiß-Modus, beziehungsweise im PC-Modus heißt das, also beim Monitor-Modus heißt das Graustufen-Modus, glaube ich. Und jetzt denkt sich der ein oder andere, was hat sie sich schon wieder für eine bekloppte Idee überlegt? Die Sandra und ich haben uns überlegt, wir machen die Black and White Challenge. Dafür müssen wir den Bildschirm dann in den Farbpartikel rausnehmen und dann in Graustufe einstellen. Und es ist wirklich total komisch, das Spiel zu starten, den Spielstand rauszusuchen, in das Spiel zu kommen. Dann siehst du einfach alles in Schwarz und Weiß nur noch, in so verschiedenen Grautönen. Das ist richtig ungewohnt. Aber bevor ich jetzt hier wieder so lange rumbabbel, gehen wir in den Cast, weil wir erstellen im ersten Teil einen Sim und bauen im zweiten Teil für den dann ein Häuschen. Okay, du siehst genauso aus wie der Bann. Du siehst nicht so schön aus. Zeig ich mal ohne Haare, bitte. Ja, sie ist doch goldig. Dann, wie so oft, machen wir euch wieder nackig. Gott, was habt ihr immer für einen Krempel an, bitte? Wir haben gesagt, dass wir Sisi erlauben. Im Cas als auch im Baumodus. Ich bin schon sehr gespannt, was die Sandra draus zaubert. Vor allem ich, weil es ist, man kann klar bestimmte Sachen anhand, wenn man es oft genug spielt, erraten, was es sein könnte. Ich würde mal sagen, das ist jetzt schwarz, aber aha, die anderen Farben erkenne ich natürlich nicht. An den Haaren, an den Augen kann man es sich auch gut ableiten. Aber da man ja so seine bestimmten Kleidungsrichtungen immer irgendwie hat und so seine Lieblingsteile, wird es schwer, wenn man jetzt mal versucht, nicht immer dasselbe zu nehmen. Ich würde sagen, wir fangen beim Gesicht an. Okay, sie ist relativ im dunkleren Bereich. Ich würde ja mal gerne wissen, wie das... Oh Gott, okay, das sieht aus, als wäre sie weiß. Oh, das ist so komisch. Man weiß ja klar, okay, hier wird es dann so ein bisschen so ins Rotbräunlich und hier wird es dann immer ein bisschen dunkler. Das sind ja dann, glaube ich, die aus Reich der Magie. Ich glaube, das sind ja dann die Zaubererfarben, oder? Kann das sein? Oder Rot, das Grün für eine Pflanzensim. Ja. Aber ich würde ihr gerne Sommersprossen geben, weil ich finde, oh, das sieht richtig cool aus in Schwarz und Weiß. Dann kriegt sie da das Dekolleté und die Wimpern machen wir ab. Und dann, ja, gucken wir mal. Äuglein, oh, scheiße. Entschuldigung für meine Ausdruckswahl. Oh Gott, ich habe keine Ahnung. Oh. Das einfach mal... Hallo? Ich habe gesagt, die Paddys im Hintergrund. Und dann nehmen wir das. Ich habe keine Ahnung, welche Farbe da wo war. Ich weiß, dass hier so ein bisschen der grün-bläuliche Part ist. Und hier runter geht es dann, glaube ich, in den lilanen. Aber, ja. Ich bin ja mal gespannt, wie die Konstellation dann aussieht. Ich hätte ihr aber gern andere Augenbrauen gegeben. Ich habe so einen Slider drin, wo man ein bisschen die Lippen öffnen kann, nur so der richtige Experte bin ich dafür noch nicht geworden. Ich finde, es sieht dann immer so, als hätte sich die Lippe irgendwie an die Nase geklebt. Aber wir wollen sie ja nicht so von der Seite die ganze Zeit betrachten. Vielleicht mal die Lippe so macht. Vielleicht so. Okay, die Augen hätte ich auf jeden Fall ein bisschen größer gemacht. Ich liebe ja persönlich große Augen, weil ich relativ auch große Augen habe. Vielleicht so.
Dann haben wir mal die Pupille noch ein bisschen größer, dass das nicht so aussieht, als hätte sie so Klubschaugen. Und ja, das kann man eigentlich so lassen, oder? So. Okay, jetzt sieht es wieder aus, als hätte sie so... Ich glaube, so ist besser. Aber ich muss mich ein bisschen hinhalten. Ich darf hier nicht so die ganze Zeit rumbummeln. Wer Harry Potter kennt, weiß genau nicht bummeln, wo Percy das sagt. Ich weiß zwar jetzt nicht, welcher Teil. Ich glaube, wir geben ihr die Wimpern. So ein bisschen am Boden geblieben. Oh Gott, Make-up. Ja, da könnte ich ja jetzt eigentlich... Ups, jetzt habe ich mein Mikrokabel fast abgerissen. Da könnte ich ja jetzt rein theoretisch irgendwas ihr auf die Augen klatschen, weil man ja eh nicht weiß, welche Farbe es ist. Aber ich glaube, ich wage mich nicht so. Ich nehme, glaube ich, das hier und... Gut ist. Ja, da weiß man ja eh, das ist alles schwarz. Aber was nehmen wir? Ich habe ja mein Standardding, das ist meistens das Teil, weil das nur so bis zur Hälfte unten ins Auge reingeht. Also auf dem Wimpernkranz. Und hier, oh wow, das sieht man ja überhaupt nicht. Ups. So, Lippenstift. Also so im Schwarz-Weißen sieht das sehr gut aus, wenn man diesen hellen hier nimmt. Das sind ja so diese Nude-Töne. Ich glaube, ich würde es auch schon so lassen, oder? Gut, dann machen wir uns jetzt an die Haare. Ich glaube, sie kriegt lange Haare bei mir. Sieht richtig cool aus. Oder sollen wir würfeln bei den Haaren? Ich hoffe dann, dass er mir nur zufällig die Frisur gibt. Ja, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Ja, oder? Außer das da. Ich glaube, ich mache hier die Nase dann ein bisschen kleiner. Vielleicht den Mund. So. Also ihr Mund, der gefällt mir. Normalerweise kriege ich den relativ tief gut hin. Oh, ich lasse ihn lieber, bevor ich ihn komplett ruiniere. Ja, ich finde, die Frisur sieht süß aus. Wir haben gesagt, wir machen nur das Alltagsoutfit. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, tut es mir leid. Aber ich finde es jetzt schon total krass. Also. Okay, machen wir mal hier weiter. Einen Namen würde ich ihr per Zufall machen. Sarah, das passt doch. Kreiz, okay. Du kriegst den Gang, bei mir haben die Sims alle denselben Gang. Onea, Lorey. Kombippa, Womberg. Wangini, Lorey. Das hättest du ein bisschen anders, hättest du so eine Wäscheklammer auf der Nase. Yazif, Gumau. Poli, Nein, Mokosa. Wissadib, Sarpava. Yifitime. Olaba, Hefedroi. Ich bin da. Was kriegt sie mal als Bestreben? Und wir geben ihr was aus der Natur. Ja, komm, das passt doch. Dann würde ich sagen, kriegt sie lieb die Natur. Bücherwurm. Romantisch, komm. Ja, guck mal, das passt doch. Jetzt ihr Gesicht gefällt mir bisher so. Ich bin wirklich gespannt, ob das auch dann, wenn man den Graustufenton rausnimmt, auch so gut aussieht. Aber bisher gefällt es mir. Dann zeige mal dein Body, bitte. Oh. Ich finde immer, die haben so dünne Speckärmchen. Ich ziehe die immer dicker irgendwie. Sollen wir dir noch ein bisschen dicker Oberschenkel geben? Okay, das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. So. So, oder? Und dann den. Also ticken runter. Aber ich glaube, die machen wir noch ein Stück hoch. Oder? Ja, ich glaube, so können wir es lassen. Füße sehen gut aus.
Was geben wir dir denn? Ich würde sagen, sie kriegt Oberteil und irgendwie ein Unterteil, Hose, Rock, irgendwas, damit es ein bisschen spannender wird. Komm, wir würfeln einfach auch mal. Okay, das gefällt mir jetzt nicht persönlich so. Der Pulli an sich finde ich schön, aber da gibt es auch so viele Farben. Wo kommt denn das her? Aus an die Uni. Könnte man natürlich auch nehmen. Okay, das sind scheint Weiß- und Grautöne. Und hier geht es dann ins Dunklere. Okay, ich vermute mal, dass das schwarz ist, aber so leicht sollen wir es uns ja dann auch nicht machen. Ich glaube, wir lassen die Farbe und ich lasse mich einfach mal überraschen, was das für eine Farbe ist. Eine Hose. Was willst du für eine Hose haben? Weiß bestimmt selbst nicht, gell? Komm, wir würfeln auch. Ich finde das Würfeln gerade echt interessant. Vor allem, weil man dann halt auch die Farbe nicht bestimmt. Ich persönlich liebe ja diese Hose. Die ist schon geil, dieses Teil. Hat natürlich aber auch was, die Hose hier. Nein, nein. Ja, das sind doch die... Oh nee, das ist jetzt wieder eine andere. Das ist aber dieselbe wieder. Also wenn du mir jetzt bei dem dritten Klick keine schöne Hose gibst, suche ich selbst eine raus. Oh. Und wir nehmen die jetzt einfach mal. Aber ich weiß nicht, welche Farbe es ist. Ich weiß, dass das so... Ich glaube, dieses rötliche ist und dann kommt da bis schwarz. Deshalb nehme ich jetzt eins da unten, weil ich das jetzt nicht weiß. Ja, komm, wir nehmen die. Dann kriegst du noch ein paar Schuhe. Hm. Wir würfeln. Die sehen nicht schön aus. Die auch nicht so. Die glänzen übertrieben. Sollen wir die einfach nehmen? Da gibt es auch ganz verschiedene Farben in so einem Ombre-Style. Ja, komm, wir nehmen das. Ich hoffe, dass das stimmt, dass wir nur das Alltagsoutfit machen. Wenn ich mache jetzt aber noch die Abendkleidung dazu, weil mich das wirklich interessiert. Wie das da ist. Okay, sie kriegt wieder das da. Hallo, Madame, was machst du? Pupsi, was machst du? Hallo, das ist mein Tee. Tunk da bitte deine Nase nicht wieder rein. So wie das letzte Mal. Okay. Dann spielst du kein Ball mehr. Dann spielst du kein Ball mehr. Dann spielst du wieder mit deinem Bällchen. Hm? Vorsicht. Was machst du? Da musst du das Mikro ein Stück zur Seite drehen, wenn du da sitzen bleiben willst, Madame. Setz dich hin, auf. Oder auch nicht, so. Jups. Sollen wir das einfach wiedergeben? Lippenstift. Würde ich den jetzt diesmal nehmen. Ich finde sie schon hübsch, aber die Kette gefällt mir nicht. Die Kette muss weg. Weißt du das da? Und komm, wir nehmen diese Farben einfach. Oh, ich bin so gespannt, wie das zusammenpasst. So, ich würfel hier wieder. Okay. Sieht ja nicht schlecht aus. Ich finde dieses Kleid ja ultra süß. Sollen wir ihr das einfach geben und dann sagen, okay, wir nehmen die Farbe. Ja, komm. Wir nehmen die Farbe jetzt einfach. So, was kriegst du hier für Schüche? Jo. Das Lustige ist, der wählt ja dann auch die Farbe aus. Wir können ja mal kurz reinlunzen, wenn ich es jetzt finde hier. Der hat jetzt die hier genommen. Keine Ahnung, was das wirklich für eine Farbe ist. Ich weiß es wirklich nicht. So oft ziehe ich die dann auch nicht an. Ja. Willst du irgendwie noch eine Strumpfhose dazu haben? Das sieht vielleicht ein bisschen depp aus. Das sind dieselben. Ach gut. Sieht aus, als hättest du so Stützstrümpfe an. Sollen wir das nehmen? Das passt so farblich in den Graustufen-Oberteils-Modus. Oder? Ja, komm, wir machen das jetzt so. Oh, ich hätte jetzt so Bock, die restlichen 6 auch noch zu machen. Ja, komm, wir machen das jetzt einfach. Sonst ist das erste Video so kurz. Sport. Okay. Und eine Hose.
Die haben wir so oft an. Die haben wir genauso oft an. Sollen wir die nehmen? Also wenn man das jetzt so sieht, könnte man denken, es ist ein sehr heller Ton. Vielleicht so weiß und das ist vielleicht schwarz. Dann brauchst du ein paar Söckchen. Dann sagen wir mal die da jetzt. Und eine paar Schuhe brauchst du. Reicht das? Ja, komm. Nachtwäsche. Sehr süß. Genau so geht sie feiern. Oh Gott. Oder als Schneemann. Oder als Weihnachtsmann eher gesagt. Das Kleid habe ich auch so oft an. Komm, wir nehmen das jetzt einfach. Da gibt es noch ein paar schicke Hacken dazu. Ach Gott, nee. Ich mache jetzt komplett alle Outfits, weil ich es einfach geil finde. Wenn wir die nehmen. Und man sieht halt echt, dass das Sisi ist. Die hat so komische Linien auf den Füßen. Das ist nicht bei allen Schuhen, nur bei manchen. So. Bademode. Ja genau, du ziehst die Bademode an. Als optisch soll es schon so ein bisschen bitte zusammenpassen. Oder das da, das sieht doch süß aus. Das kannte ich noch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Ja, komm, wir nehmen dies. Sommeroutfit. Man bleibt bei den Hosen. Das ist so eine abgewetzte Hose. Wie krass, okay. So, wenn man mit dem Ding durchgeht, kommen da Sachen, die würde ich so generell, glaube ich, nie auswählen. Ich glaube, das ist. Oberteil ist eine sehr helle Farbe und das ist eine sehr dunkle Farbe. Ja, richtig so die Schlappe. Ja, komm, wir machen das, oder? Ja. So. Hallo, Pupsi. Was machst du wieder? Ey, das war gefährlich, Madame. Pass bitte auf. Jetzt wurschtelt die hier alles bei mir rum, die Hexe. Abmarsch jetzt und reiß mir nicht wieder die Mikro. Oder Kind. Also irgendwie will der als ihr die Alien-Outfit gedöns geben. So, dann kriegst du noch ein paar schicke Socke. Nehmen wir die jetzt einmal und dann kriegst du noch ein paar Stiefel. Vielleicht ein paar schlichtere, elegantere. Das passt zum Outfit. Dann kriegst du noch ein paar. Ah, hier gibt es das nicht. Dann nehmen wir die jetzt einfach. Okay. Ich habe jetzt alle Outfits gemacht, weil es so einen Spaß gemacht hat. Hier nochmal kurz in Schnelldurchgang. Wir nehmen erst die Graustufen raus, wenn wir das Haus dann auch gebaut haben. Ich gehe jetzt mit in diesem Part schon mit aufs Grundstück. Haben wir denn alles ausgewählt? Ich glaube ja. Also so sieht es ja gar nicht schlecht aus, oder? So, ich wollte das kleine Grundstück hier hinten nehmen. Genau. Und ja, dann ist der erste Part auch schon fertig. So, die Kombination gefällt mir sehr gut. Ich bin nur so gespannt, wie das aussieht, wenn wir dann den Graustufenpart rausnehmen. Genau, da ist das Haus auch von Simbi. So finde ich, sieht sie gar nicht schlecht. Aber das ist schon was Geiles, wenn man in Schwarz-Weiß spielt. Muss man echt so sagen. So, ich mache aber jetzt Pause. Ja, sei gespannt, wie es weitergeht. Ich baue jetzt im Anschluss direkt den zweiten Teil, beziehungsweise ich baue das Haus mit dem zweiten Teil, nehme ich jetzt auf. Und ja, wir gucken jetzt mal gerade. Schau auch unbedingt auch bei der Sandra vorbei. Kanal ist ja verlinkt. Und lass mal einen Kommentar da, wie sie das gemacht hat. Aber auch gerne bei mir einen Kommentar da lassen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bin schon sehr gespannt auf ihren Sim, wie sie das gemacht hat. Ob sie auch sich dann dazu entschieden hat, alle Outfits zu machen. Und ja, dann sei gespannt auf den zweiten Teil und dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Tschüss!